Hi Leute, willkommen zurück auf unserem YouTube. Im heutigen Video zeigen wir euch, was ihr tun könnt, wenn euch wieder mal die Motivation fehlt für ins Gym, weil das größte Problem im Allgemeinen ist ja das Anfangen mit dem Gym und aber auch ständig motiviert zu bleiben. Genau, und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Dauerdiskussionspunkt mit unseren Kundinnen. Es ist einfach schwierig, sich langfristig zu motivieren. Am Anfang hat man immer so einen richtigen Motivationsschub und dann fällt es einem auch nicht so schwer. Aber jeder kommt dann an den Punkt, früher oder später, wo man einfach irgendwie einfach keine Lust hat und viel lieber zu Hause sein möchte oder irgendwas anderes machen. Und heute zeigen wir euch, welche kleinen Tipps es gibt, damit ihr nächstes Mal euch motivieren könnt. Genau, weil genau an diesem Punkt ist es wichtig, dass man schafft, sich zu motivieren und trotzdem zu gehen und dem entgegenzuwirken und nicht aufzugeben. Genau, weil wir sind auch oft an diesem Punkt. Das müssen wir auch gar nicht irgendwie abstreiten oder so. Ich glaube, das ist so etwas normal. Ja, genau. Auch die Top-Athleten haben das manchmal. Also wir haben eigentlich noch nie jemanden kennengelernt, der immer nur motiviert ist. Ja, das ist ja auch menschlich. Aber das Ding ist, man muss einfach wissen, wie damit umzugehen. Genau. Dass man halt dann trotzdem geht. Genau, und weil das durchzieht. Motivation ist das eine. Und wenn man einmal nicht motiviert ist, dann kommt dann die Disziplin zum Zug. Aber dafür gibt es ein paar Tricks. Stimmt. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir gehen selber ins Gym. Und ja. Und wir zeigen euch, wie unsere Routine so aussieht und was wir tun und was wir auch vorbeugend tun können, dass wir motiviert bleiben. Genau. Let's go. Okay, also kommen wir schon mal zum wichtigsten Punkt, bevor man überhaupt ins Gym geht, weil Organisation ist ja alles. Und auch hier geht es eigentlich nur, um gut organisiert zu sein. Das heißt, wenn ihr am Morgen aufsteht und ihr arbeiten geht und vielleicht direkt nach der Arbeit ins Gym fährt, müsst ihr einfach schon prepared sein. Das heißt, genau, ihr müsst alles mitnehmen, dass ihr euch dann auch wirklich motivieren könnt. Genau, weil der Weg nach Hause ist immer der Motivationskiller, weil dann legt man sich nur mal kurz auf die Couch oder man möchte nur mal kurz was im Fernsehen schauen oder so und dann ist man schon abgelenkt und hat null Motivation und deswegen empfehlen wir wirklich, das Gym wirklich direkt in den Tagesablauf einzubauen, dass man das direkt sozusagen wie arbeiten, dass es einfach zum Rhythmus dazugehört und gar nicht erst nach Hause geht. Deswegen alles schon mitnehmen. Genau, ob das jetzt in der Mittagspause ist oder direkt nach der Arbeit hinfahren und nicht einen kleinen Break zu Hause einlegen, ist immer eine bessere Idee, weil ansonsten könnte es dann gut sein, dass man nicht mehr aufsteht und geht. Ja. Deswegen Pre-Workout. Das hier zum Beispiel ist eines ohne Koffein. Wir nehmen eigentlich meistens das, weil wir dann oftmals zu viel Koffein zu uns nehmen, wenn wir einen Booster nehmen mit Koffein drin und haben dann so einen Down. Und ja, das möchten wir vermeiden. Ja, und wir trinken schon viel Kaffee. Also ich nehme auch oft gar keinen Pre-Workout und ich trinke einfach Kaffee. Und deswegen, wenn ich schon den ganzen Tag viel Kaffee trinke, dann ist es ein bisschen unnötig, noch einen Booster zu nehmen mit auch noch Koffein, vor allem abends. Deswegen der hier ist ohne Koffein. Genau, der ist ohne Koffein. Den könnt ihr auch ganz einfach mitnehmen zur Arbeit, genau, in der Gymtasche lassen und dann einfach anmixen, 15 Minuten vorher und trinken, bevor ihr mit dem Training beginnt. Um was es eigentlich auch geht bei solchen Sachen wie zum Beispiel Pre-Workout nehmen, sich vorbereiten aufs Training und so, es geht ja auch ein bisschen um die Routine. Das heißt, wenn man Routine hat und genau weiß, wie der Ablauf aussieht, bevor man ins Gym geht, ist ja auch wie schon viel der Vorbereitung gemacht. Weil ein wichtiger Punkt ist wie immer und überall im Leben die Vorbereitung und die Routine. Das heißt, ihr geht ins Gym, ihr wisst ganz genau, okay, vom Gym nehme ich einen Kaffee oder ich bereite mir einen Booster vor oder so. Wenn man dann schon den Booster genommen hat, macht man ganz bestimmt keinen Rückzieher mehr. So, also ich nehme heute kein Pre-Workout, weil ich muss ehrlich sagen, ich mag Kaffee viel besser. Also ja. So, ich bin extrem heikel und wenn ich Pre-Workout nehme oder eben so ein Pulver, dann muss ich das immer so Dry-Scoop-mäßig nehmen, weil ich bin so extrem heikel. Und gerade so morgens kann ich das gar nicht vertragen, deswegen für mich Kaffee. Und jetzt nimmt Carmen ein schönes, leckeres Pre-Workout am Morgen. Das ja, macht also wir arbeiten ja von zu Hause aus, das heißt, wir nehmen natürlich das Pre-Workout oder das Kaffee zu Hause. Und was man auch sagen muss, also ich bin schon auch nicht
die Person, die die ganze Zeit Biber-Gelb nimmt, weil es kann natürlich schon auch abhängig machen. Aber gerade für heute, Leg Day, brauche ich das. So Leute, und wir haben uns jetzt umgezogen und dann kommen wir auch schon zum zweiten extrem wichtigen Punkt, und zwar das Outfit. Yes, genau. Also es ist extrem wichtig, sich wohlzufühlen in dem Outfit, wo man trainieren geht. Jeder kennt es, man geht ins Fitnessstudio, hat etwas angezogen, was einem eigentlich nicht extrem gefällt, und man fühlt sich automatisch weniger gut, weniger schön und auch weniger wohl beim Trainieren. Also wenn ich was anhabe, das mir gar nicht so gefällt und wo ich mich nicht wohl fühle, dann sehe ich mich im Spiegel und ich finde, ich sehe scheiße aus, dann ist mein Training scheiße. Ja, das stimmt. 100%. Ja. Also ich denke, gerade mal für die Mädels ist es sehr wichtig, eine gute Garderobe zu haben mit schönen Fitnesskleidern, in denen man sich wohl und schön fühlt. Genau. Und ja, bei uns fehlt es gar nicht an schön. Ja. Wir haben echt Glück mit Bombshell, weil ich kann mich erinnern, weißt du noch, wo wir noch nicht gesponsert waren von Bombshell, und dann habe ich irgendwelche Sachen angezogen und einfach zusammengewürfelt, war auch schön teilweise, aber man fühlt sich einfach anders, wenn alles so passt, so on point. Ja. Also das ist jetzt Carmens heutiges Outfit. So sieht das aus, richtig farbenfroh bei diesem Wetter. Ja, echt, das ist Sommer hier in der Schweiz. Bei diesem Sauwetter habe ich mir gedacht, ziehe ich was Schönes an, was Farbiges. Ja. Weil es ist ja eigentlich Sommer, aber naja. Ja. Und ich habe mich heute für grün entschieden. Wir sind beide sehr farbenfroh, ich ein bisschen weniger als Carmen. Ja. Aber so gehen wir jetzt ins Gym. So, wir sind jetzt hier vor dem Gym und wir haben einfach Jacken an. Oh mein Gott, das ist so abnormal. Es wirklich, ist Juni. Wirklich nicht schön. Ja, nicht schön. Wir hoffen auf einen guten Sommer. Ja. Trotzdem. Stimmt. Und wir sind hier jetzt vor dem Gym. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben wirklich schon so viele Gyms in unserem Leben ausprobiert. Und es macht wirklich einen Motivationsunterschied, wo man trainiert, was für ein Gym, was für eine Community es im Gym hat. Ja, macht extrem viel aus, weil wenn man so in einem typischen Hausfrauen-Gym trainiert, also nichts gegen diese Gyms, aber es ist dann einfach nicht so motivierend, wenn halt alle nur auf dem Crosstrainer kurz ihre halbe Stunde Cardio machen, das ist halt schon viel motivierender, wenn man irgendwo ist, wo es halt so ein bisschen eine Community gibt, wo jeder was erreichen möchte, ja genau, kann man auch voneinander was lernen zum Beispiel, und man ist einfach motivierter, wenn die anderen auch Gas geben. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was man für ein Ziel hat, aber zum Beispiel gerade für uns, wir mögen es, wenn andere Leute auch hart trainieren, weil das ist auch immer etwas, was einem selbst dann richtig motiviert, auch Gas zu geben. Wiederum Leute gar nicht Gas geben und vielleicht so eine Atmosphäre ist, als man fast einschlafen könnte, dann haben wir auch gar keine Motivation. Ja. Deswegen unser Home Gym ist super, hat auch wirklich coole Leute hier. Ja, richtige Community, richtige Training Family. Yes. Und hier hinten im Auto haben wir noch den ganzen Müll, den müssen wir nachher noch entsorgen. Wir gehen jetzt aber kurz ins Gym und dann zuerst die Arbeit und dann nochmal die Arbeit. Dann das ist ja nicht das Vergnügen. Zuerst das Vergnügen. Ja, ich wollte sagen, das Vergnügen. Aber zuerst das Vergnügen und dann die Arbeit, ja, in diesem Fall. Ja, will ich auch Fall. So sagen. Es regnet. So, wir sind jetzt hier im Gym und ich zeige euch jetzt einen weiteren sehr wichtigen Punkt. Und zwar die Musik. Die Musik. Es ist so wichtig, dass man eine gute Playlist hat zum Trainieren, weil das motiviert einfach. Ohne Musik geht gar nichts bei uns. Ja, das stimmt. Also wir hören zum Beispiel gerne Techno-Bunker oder einfach irgendeine Musik, die dich antreibt, härter zu trainieren. Also ich auch fokussiert, ja, ein bisschen. Ja, fokussiert. Ich meine, jeder hat natürlich einen anderen Geschmack, aber ich mag es gar nicht, wenn so Hitsparade oder so gespielt wird im Gym. Ja. Ja, weil es ist dann einfach immer so, bei Hitparade zum Beispiel ist dann immer so ein gutes Lied, ein Scheißlied, ein gutes Lied, ein Scheißlied, dann wird man immer abgelenkt und muss immer wieder ans Handy gehen. Deswegen mögen wir elektronische Musik, weil das hat halt einfach so lange Songs, also so 10 Minuten oder so, ein ganzes Set ohne Unterbrechungen. Ja, und es ist halt dann auch ein bisschen motivierend. Ja, so Power-Musik.
Aber teilweise hören wir auch Reggaeton. Also ich mag auch voll mit Ja, kommt ein bisschen Latino. Drauf an, was man trainiert. Ja, kommt ein bisschen auf die Tagesstimmung an. Stimmt. Trainieren wir heute? Wir trainieren Beine und Po. Genau. Dann kommen wir eigentlich gleich zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt. Und zwar? Nach Plan trainieren. Und zwar ist es eigentlich fast der wichtigste Punkt, weil wenn man kein Ziel hat, dann weiß man nicht, was machen, weiß man nicht, wohin und so weiter. Und das ist eigentlich das wichtigste Erfolgsrezept in jeder Hinsicht, nicht nur im Sport. Man muss wissen, was man erreichen möchte, und dazu muss man einen Plan haben, weil ich mache immer dieses Beispiel mit dem Segelboot. Wenn man ein Segelboot einfach so treiben lässt ohne Ziel, dann wird man nie irgendwo hinkommen und dann verschwendet man eigentlich einfach Zeit. Genau, wie eine Fahne im Wind. Genau, wie eine Fahne im Wind. Dasselbe beim Training. Ihr müsst unbedingt wissen, was ihr erreichen möchtet, und dann müsst ihr aufgrund dieses Ziels danach planen. Genau. Und das gilt natürlich für Ernährung und Training. Das geht in einer Hand einher. Das ist ganz klar. Man kann nicht nur einfach trainieren und sich nicht gesund ernähren. Ja. Oder sich gesund ernähren, kein Sport. Macht auch nicht. Also kommt man auch nicht schnell ans Ziel. Genau. Und wie ihr vielleicht schon wisst, haben Michelle und ich eine App. Das ist die Biri Sisters Coaching App. Genau, und da haben wir alle Pläne, also Trainingspläne, Ernährungspläne, auf uns zugestimmt. Mhm. Also wir haben da unser Ziel eingegeben, was wir möchten, dann haben wir das so kalkuliert und so weiter, und wir bieten das auch für unsere Kundinnen so an. Also jeder hat dann seine personalisierten Ernährungs- und Trainingspläne, die sich auch laufend die ganze Zeit dann anpassen, je nachdem, was für Fortschritte man macht, was passt, was nicht passt. Und so erreicht man eigentlich auf dem schnellsten Weg sein Ziel, weil man dann halt keine Umwege mehr geht. Genau, und auch ohne, muss ich jetzt sagen, also wir sind nicht so Fan von so Kurzdiäten, so einen Monat Vollgas und dann nimmt man ab 5 Kilos oder so in 4 Wochen, was total unrealistisch ist, weil wir setzen mehr auf Langzeit. Also wir wollen, dass man die Resultate, die man dann erzielt, auch halten kann. Deswegen ist das alles nach unserem besten Glauben und Wissen, was wir uns über 10 Jahre schon aufgebaut haben, haben wir das so in die App reingepackt. Und dann wird alles so auf deine Ziele berechnet, sozusagen. Genau, und wie Michelle schon gesagt hat, es ist ein Lifestyle, es ist nicht ein Kurzziel, was man einfach schnell erreichen möchte und dann wieder in die alten Muster fällt, sondern es ist langfristig, und es ist dann, wenn man das eigentlich so macht, kann man das auch durch sein ganzes Leben durchziehen, und man muss dann nicht 100% verzichten, aber man führt einfach einen guten und gesunden Lifestyle. Also hier sieht man, es wird jede Übung mit einem Video genau beschrieben. Man sieht dann auch die Wiederholungsanzahl und so. Also man kann dann hier das Video anschauen. Dass man sieht, wie die Übung funktioniert, genau. Weil mit den Übungsnamen ist es halt immer so schwierig, sich die zu merken, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt. Und deswegen haben wir das hier alles so eingebaut. Genau. Und wie gesagt, man kann hier halt das Gewicht eintragen, wie viel man geschafft hat und so. So kann man auch direkt seine Fortschritte tracken. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wenn man jeden Tag trainiert, man sich jeden Tag im Spiegel sieht, man jeden Tag ein Training absolviert, sieht man halt einfach so die Fortschritte nicht. Deswegen ist es total wichtig, dass man die trackt und dann auch später sieht, wie weit man schon gekommen ist. Und zum Tracken gehört auch, dass man ab und zu mal ein Selfie macht, zum Beispiel. Einfach so Update-Fotos, weil man sieht sich, wie gesagt, jeden Tag. Und deswegen, wenn man das so ein bisschen mit Bildern und Videos auch dokumentiert, dann ist es auch wieder Motivation, wenn man sieht, wie weit man schon gekommen ist. Genau, weil später schaut man das an, nach einem Monat, zwei Monaten, und dann sieht man, oh mein Gott, ich habe voll die Fortschritte gemacht, und das ist extrem motivierend. Und was auch motivierend ist, ist, wenn man einen Trainingspartner hat. Definitiv. Das ist auch noch ein Punkt. Wenn ihr jemanden habt, der euch pusht, der euch pushen kann, dann nimmt die Chance und trainiert mit einem Trainingspartner. So Leute, wir sind jetzt zurück vom Gym. Wir haben nicht mitgefilmt, weil es ist ja primär darum gegangen, wie man sich motivieren kann. Und danach haben wir es ehrlich gesagt wieder mal vergessen. Ja, weil die besten Trainings, die haben wir tatsächlich, wenn wir nicht filmen und man sich einfach so komplett aufs Training konzentrieren kann. Und deswegen haben wir das nicht mitgefilmt. Aber was wir bald machen werden, ist ein Trainingsvideo, wo wir euch unsere Lieblingsübungen zeigen und die effektivsten Übungen für den Po. Das machen wir nächstes Mal. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar von den Tipps mitnehmen und könnt die auch anwenden. Das nächste Mal, wenn ihr nicht so motiviert seid.
Genau, und stay tuned für unsere nächsten Videos und danke fürs Anschauen. Danke fürs Anschauen und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Videos, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Wir lesen uns die sehr gerne durch. Ciao!